Olá e bem-vindos a mais uma aula de português neste canal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Portugiesischkurs auf diesem Kanal. Heute dreht sich alles um das Thema mein Alltag, also um das Arbeitsleben, um Hobbys und einfach um Routinen. Und ja, da ich Routinen liebe, habe ich mich besonders auf dieses Video gefreut, muss ich sagen. Passend dazu habe ich auch bereits diese Woche ein Kurzvideo mit meiner Morgenroutine geteilt, natürlich auf Portugiesisch. Schaut da gerne mal rein, dann ja, lernt ihr vielleicht schon die ein oder anderen Begriffe. Ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich bespreche mit euch jetzt einfach mal die Dias de Semana, also die Wochentage. Und da gibt es nämlich dann eben das Fim de Semana, also das Wochenende, und die Arbeitswoche, würde ich mal sagen, die Semana de Trabalho. Also die Woche fängt auf Portugiesisch an mit dem Sonntag tatsächlich. Das ist dann der erste Tag der Woche und der heißt Domingo, also mit dem passenden Artikel. O Domingo. Danach kommt der zweite Tag der Woche, also der Montag, und der heißt dann a Segunda Feira. Der Dienstag dann a Terça Feira. Der Mittwoch a Quarta Feira. Der Donnerstag, der fünfte Tag der Woche dann also, a quinta feira. Und der Freitag, a sexta feira. Zuletzt kommt dann noch der erste Tag des Wochenendes und das ist dann der Samstag. Der heißt o sábado. Und um ein bisschen über Hobbys zu sprechen, kannst du fragen, o que é que gostas de fazer no fim de semana? Was machst du gerne am Wochenende? Oder auch, o que é que gostas de fazer nos teus tempos livres? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Tempos livres heißt auf Portugiesisch Freizeit. Und das kannst du dann gut einsetzen, wenn du jemanden nach seinen Hobbys oder Lieblings-Freizeitaktivitäten fragen möchtest. Und darauf kannst du dann zum Beispiel antworten auf die Frage, was du gerne am Wochenende machst. No fim de semana gosto de ir à praia. Und dann die Antwort auf die Frage, was du gerne in deiner Freizeit machst. Nos meus tempos livres gosto de ir à praia. Ich habe den Strand zweimal erwähnt, weil es tatsächlich so ist, dass man in Portugal allgemein gesagt sehr gerne an den Strand geht. Vor allem da, wo ich herkomme, also an der Algarve, ist das wirklich so ein Lifestyle, kann man fast sagen. Da bin ich oft nach der Schule von April bis Oktober, wenn es nicht gerade Sommerferien waren, an den Strand gegangen, auch an Wochenenden. Also das ist da wirklich was, was man ja so mal schnell macht und was wirklich ein Hobby sein kann. Das kann man sich, glaube ich, in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz gar nicht so richtig vorstellen. Ja, und jetzt nochmal zu der Übersetzung. Gosto de ir à praia. Also dieses Gosto de möchte ich jetzt noch mal gerne mit euch besprechen. Auf Portugiesisch wird nämlich das Verb gostar oft mit der Präposition de verwendet, um auszudrücken, dass jemand etwas mag. In diesem Fall wird die Präposition de verwendet, um eine Verbindung zwischen dem Verb gostar und dem Ausdruck ir à praia zu schaffen. Und deswegen, ja, lautet eigentlich die wortwörtliche Übersetzung: Ich mag gerne an den Strand gehen, weil du sagst ja gosto de und gostar heißt mögen, aber es heißt natürlich auch, ich gehe gerne an den Strand. Du kannst also zum Beispiel sagen, gosto de música. Ich mag Musik.
oder aber auch gosto de pintar. Und das kann man dann übersetzen auf ich mag malen oder ich male gerne. Oder auch gosto de ler, ich mag lesen oder ich lese gerne. Und da wir schon bei den Verben sind, wir haben ja im letzten Kursvideo über das Verb querer gesprochen, ein regelmäßiges Verb in der Präsensform. Und deswegen würde ich sagen, wir sprechen heute einfach mal über die regelmäßigen Verben mit der Endung AR. Und da ist gustar ein gutes Beispiel. Und das wird dann konjugiert im Singular eu gosto, tu gostas, ele oder ela gosta. Nós gostamos, vocês gostam und eles oder elas gostam. Und das möchte ich jetzt gerne noch vergleichen mit dem Verb trabalhar. Dieses Verb endet auch auf AR und da möchte ich euch einfach mal zeigen, dass die Endung genau gleich ist, damit ihr seht, wie einfach das Ganze ist. Und trabalhar wird dann im Präsens wie folgt konjugiert. Eu trabalho, tu trabalhas, ele oder ela trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham und eles oder elas trabalham. So kannst du zum Beispiel sagen, wo du arbeitest. Eu trabalho no hospital. Ich arbeite im Krankenhaus oder auch, wo jemand anderes arbeitet. Ela trabalha no escritório. Sie arbeitet im Büro. Wenn es dich genauer interessiert, wie die verschiedenen Berufe auf Portugiesisch lauten und auch, ja, wie du dich über Hobbys unterhalten kannst und wie du diese benennen kannst, oder auch, wie du dich über die Vergangenheit unterhalten kannst. Wir sprechen hier ja immer in Präsenz. Dann denke ich, mein Portugiesisch-Crashkurs ist auf jeden Fall was für dich. Dort gebe ich dir nämlich eine Liste mit Vokabeln rund um das Thema Hobbys, Arbeitsleben und Alltag. Und ja, wir arbeiten das Thema einfach ein wenig weiter aus, auch im Bereich der Grammatik. Wenn du näher interessiert bist an meinem Portugiesisch-Crashkurs, dann kannst du dich jetzt schon unverbindlich anmelden, indem du eine E-Mail mit dem Betreff Anmeldung an folgende E-Mail-Adresse schreibst. Nähere Infos werde ich dir auf jeden Fall nach meiner 10. Lektion hier auf YouTube noch geben und du erhältst da dann auch einen genauen Lektionenplan, also was dich alles erwartet, bevor du dich dann wirklich verbindlich anmeldest. Ansonsten freue ich mich wieder sehr, dich bei der nächsten Lektion, also Lição número 7, hier wiederzusehen. Und dann würde ich sagen, bis bald hoffentlich. Ciao!